Hallo und herzlich willkommen zur 263. Folge von Project Unstable 3. Ja, das hat ja nicht so gut geklappt letzte Folge. ich habe auch keine Lösung jetzt nochmal dafür gefunden. Ich könnte das mal zubauen. Ja. Also das wird wahrscheinlich nichts an. Mir wurde in die Kommentare geschrieben, anscheinend haben viele Leute in der 1.7.10 das Problem. Von daher... Ihr könnt ja mal versuchen, dorthin zu kommen und vielleicht ist ja irgendwie, keine Ahnung. Aber bereitet euch vorher vor, die Viechter sind stark. Mehr sage ich nicht. Okay, hi. So, was machen wir heute? Ich habe keine Ahnung. Also was Großartiges wird es eh nicht. Und ich bin immer noch der Meinung, oder habe immer noch die Vermutung, dass die Serverabstürze durch Kollege Schnürschuh hier kamen, durch den Straw Golem, der die Blöcke platzieren sollte. Also die Bäume. Ich weiß nicht, es ist eine Vermutung, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber ich vermute es sehr stark. Denn seitdem ist nichts mehr passiert hier auf dem Server. Also praktisch, es war nach einem Crash weg und dann lief der Server. Na ja, gut, man wird es maximal erfahren, wenn ich jetzt nochmal so ein Ding setze, aber ich lasse es lieber und hoffe einfach, dass der Server jetzt so bleibt, wie er ist und dass wir noch ein bisschen was machen können, ohne dass ich dauernd neu starten muss. Ja, so, okay. Warum stehen hier eigentlich 10 Milliarden Crafting Table? Ja. So. Ich bin gerade noch, nicht gerade. Ich war vor der Folge noch ein bisschen am Überlegen, was man so heute vielleicht erzählen könnte. Und ich bin mir bei einem Thema ein bisschen unsicher gewesen, was ich persönlich halt, wo ich eine Meinung auch zu habe. Und ich habe mir überlegt, wir machen es einfach mal so. Wie gesagt, sage ich ja eigentlich mittlerweile vor allem. Erstmal, hier vorne würde ich gerne noch ein bisschen was basteln, dass es vorne ein bisschen schöner aussieht. Und habe ich noch ein Ethereal Bloom? Nee, ich mops mir mal schnell eine. Mal irgendeine, die jetzt hier nicht so die da. So. Also. Ich sag's trotzdem noch immer lieber so vorher. Das, was ich sage, ist meine persönliche Meinung. Wer mich deswegen, keine Ahnung, verachtet oder was weiß ich, das ist sein Problem. Ja. Und zwar wollte ich heute mal, weil das ein Thema ist, was mich wirklich so ein bisschen beschäftigt in der heutigen Jugend. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Oder nächsten Generation. Na gut, nächste Generation ist ein bisschen jünger. Komm, schlaf. Sehr gut. Okay. So. Ja. Jedenfalls Dinge wie, also heute will ich mal so ein bisschen das Thema so kurz anschneiden. Tattoo. Piercing und allgemein sonstige Dinge. Körperschmuck, keine Ahnung, wie man das nennt. Egal. Ich bin da nämlich ein Typ, der sich sagt, warum? Aber wie gesagt, ich sag's lieber gleich zum Anfang. Was mich mal interessieren würde, wenn ihr ein Tattoo oder irgendwas anderes in euren Körper eingebastelt habt, ihr könnt ja mal, wenn, in die Kommentare schreiben, was und warum. Das würde mich mal interessieren, vor allem dieses Warum. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch eure allgemeine Meinung zu diesem Thema auch sagen. Keine Ahnung, wir sind ja hier ein offener Diskussionskanal, ne? Auch wenn das Format eigentlich nicht das ist, ne? Egal. Wir machen einfach aus Project Unstable in den letzten Folgen mal Laberfolgen. Das passt schon. Okay. Erstmal wollte ich hier nochmal ein bisschen, bevor ich es vergesse. Witt. So. Also meine persönliche Ansicht, also ich unterteile das in drei Dinge. Was meine Ausführung sein wird. Das sind einmal Tattoos. Das ist sozusagen Punkt 1. Dann haben wir noch die Dinge wie
Piercing und so weiter. Und dann zu guter Letzt. Oh, hier war gar nichts. Ach, hier vorne war diese Druckplatten, ne? Deshalb. Okay, egal. Entschuldigung, ich lenke schon wieder ab. Ja, also Tattoos, Piercings und dann. Also im Endeffekt, andere Dinge am Körper zähle ich jetzt hauptsächlich. So Zahnschmuck und sowas. Und. Ja, fang mal einfach mal an. Also ich persönlich, wo wollte ich anfangen, Tattoo, ne? Ich verstehe es halt nicht. Deswegen wird es mich halt mal interessieren, falls jemand sowas hat oder so, dass er einfach mal sagt, warum. Tattoos sind sogar für mich noch die am verständlichsten Formen von, keine Ahnung, Körperbeschmückung. Ich weiß echt nicht, wie ich das unter einen Hut bringen soll. Es ist komisch. Es ist halt so, ich meine, klar, man tut sich da irgendwie, keine Ahnung, irgendwas in die Haut injizieren, damit man dann ein wunderschönes Bildchen drauf hat. Alles gut und schön. Das mag vielleicht auch in vielen Fällen Gründe haben, was man sich da drauf macht, was weiß ich. Den Namen der Frau oder des Kindes oder was weiß ich nicht. Wobei ich Kind sogar eher verstehen kann als Frau. Oder Ehepartner. Egal. Weil es klingt vielleicht bescheuert, aber in der heutigen Gesellschaft, wenn man sich überlegt, wie viele Paare wirklich bis ins hohe Alter noch, also die, was ins hohe Alter, länger zusammenbleiben, das ist heute sehr verschwindend gering. Ich fliege hier die ganze Zeit hin und her, ich muss mal was machen. Und das ist halt so das Problem, was ich sehe. Deswegen würde ich mir niemals, also allgemein würde ich wahrscheinlich mir niemals ein Tattoo machen lassen. Davon mal abgesehen. Aber ja, ich weiß nicht. Den Namen meiner Frau. Dann wirklich lieber Kind oder so. Weil ich glaube, das ist was, wo man sich was man nicht so schnell und jetzt, was weiß ich, durch einen Ehestreit beenden kann. Es klingt doof, ist aber so, leider, in der heutigen Gesellschaft. Ja. Ich meine, ich kenne so viele Leute, dessen. Jetzt habe ich hier wieder. Na, wie kriege ich das wieder runter? So? Huch? Nee. 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 Nein? Nein. Nein? Nein? Ach, wie ging denn das? Ah, so. Okay. Ich wusste, irgendwie ging es. Die getrennte. Das ist schon wieder ein anderes Thema. Egal. Also. Es geht eigentlich nicht darum. Ich muss mir angewöhnen, dass ich endlich mal davon wegkomme, dann auf andere Themen abzuschweifen. Denn das ist wirklich doof. Also, ja, Tattoo ist halt so eine Sache. Ich weiß, wie gesagt, verstehen kann ich es an manchen Stellen, aber an vielen Stellen halt auch nicht. Ich meine, beispielsweise, warum tut ein hoffentlich klar denkender Mann, Frau, ich verallgemeine das mal, sich, was weiß ich, also, große Schwarm, irgendwie, keine Ahnung, hey, ich bin 18 geworden, wir sind gerade zusammengekommen, meine große Liebe, ich tätowiere mir jetzt als Zeichen meiner Liebe diesen Namen. Ich meine, wie bescheuert sind denn manche Leute, also, Entschuldigung, aber das finde ich wirklich bescheuert. Und ich kenne Personen, die sowas gemacht haben, die beschlossen haben, hey, guck mal, ich bin frisch verliebt, ich lasse mir gleich mal den Namen tätowieren. Ja, das Problem ist, so ein Tattoo machen zu lassen, kostet Geld, Schmerzen und ja, das ist ja eigentlich für viele schon alles. Ist ja auch okay. Für manche, die da, keine Ahnung, schmerzresistent sind oder schmerzgeil. Eins von beiden, geht immer. Die haben natürlich dann, ja, vielleicht noch Spaß dran. Aber sobald dann die, ach so Geliebte sagt, nee, was soll denn das? Nee, hier, tschüss. Ich mag dich nicht mehr. Ich hab einen, Kollegen aus, was weiß ich nicht, Tarn.
oder keine Ahnung, aus dem Nachbarort oder deinen besten Freund oder keine Ahnung, eine Kartoffel, dann, ja, was machst du dann? Dann kannst du dir gleich erstmal nochmal, dann wird das eine teure erste Liebe oder so, keine Ahnung. Denn dann darfst du dir schön dein Tattoo wieder wegmachen lassen. Dann, ja, das bezahlt dir keiner. Das bezahlt ja auch nicht die Freundin, für die du es im Endeffekt machen lassen hast, keine Ahnung. Weil, ja. Ist ja im Endeffekt verständlich, ne? So, egal. Also, ja, Tattoo. Und dann gibt es halt auch noch die ganz schrägen Tattoos. Ich meine, warum? Warum? Bitte, falls irgendjemand eine Begründung hat, bitte bringt sie mir. Ich verstehe es nämlich nicht. Warum lasse ich mir einen, keine Ahnung, irgendwas, lass es mal irgendein schönes Tier sein oder keine Ahnung, auf Dinge wie hinten im Endeffekt hier, wie nennt sich das, Arschgeweih, keine Ahnung, sowas machen? Oder so ein, ich weiß nicht, auf dem Bauch oder was, Unterarm oder wo, nicht Unterarm, Oberarm, wo sich die Leute das hintätowieren lassen. Ich meine, klar, sieht schön aus und alles Mögliche. Ihr müsst aber, also theoretisch sehe ich das so, wenn man sich ein, huch, wenn man sich ein Tattoo stechen lässt, was irgendwie formabhängig ist und an einer Stelle ist, von der man weiß, dass sie im Alter abschlafft, wie halt Oberarme, weil das ist dann mehr ein Gehänge, oder halt, keine Ahnung, was weiß ich, Schenkel, halt, wie gesagt, Bauch oder hinten das wunderschöne Arschgeweih. Früher war es ein Adler, jetzt ist es der große weiße Wal. Nee, der große weiße Wal, nee, der große Blauwal. Keine Ahnung. gibt's ja schöne Bilder dazu. Von wegen steht eine ältere Dame neben einer jüngeren am Strand und dann. Meins war auch mal ein Adler. Egal, so, ich schweife ab. Entschuldigung, ich finde das gerade zu lustig. Ja. Entschuldigt mich bitte, das tut mir so ein bisschen leid gerade. Ich will niemanden wirklich auf den Schlips treten. Ich verstehe es halt nur nicht. Und vielleicht könnt ihr es mir erklären. Ja, also wie gesagt, ne? Den großen Blauwal verstehe ich nicht. Weiß nicht, früher war es ja so, also ganz früher, sehr früh, wirklich extremst früh. Im Endeffekt so Tattoo-mäßig, keine Ahnung. Irgendwie, Tattoos werden auch heutzutage immer noch mit der Seefahrt sehr in Verbindung gebracht, ist mir mal aufgefallen. Was habe ich denn hier für Löcher gemacht? Die Seefahrer und alle möglichen haben ja immer Tattoos. Ich meine, guck dir Popeye den Seemann an, ne? Der hat ja auch seinen Anker da drauf. Auf seinen Ärmchen. Na, ich. Aber ich sehe halt so den. Ich verstehe halt viele Motive nicht. Das kann mir. Also, es gibt ein paar Motive, die führe ich jetzt lieber nicht nochmal genauer aus. Ich habe schon Dinge gesehen, das ist. Oh Gott. Warum sich solche Leute. Ja, okay, solche Leute lassen sich das dann wirklich tätowieren, aber warum allgemein Leute sich sowas tätowieren lassen, ist mir fraglich. Aber, naja. Na gut, ja, lassen wir das, lassen wir das. Bevor ich es noch erzähle, lasse ich es lieber. Also, wir lassen jetzt mal die Tattoos beiseite. Ich glaube, davon habe ich schon viel zu viel gesagt. Und ich hoffe wirklich, also ich will niemanden auf den Schlips treten, aber ich will einfach mal so fragen, weil ich es nicht verstehe, ne? Ich bin dumm, was das angeht. Das verstehe ich halt auch nicht bei, es war mir so klar. Auf YouTube und so weiter. Ich meine, wenn derjenige, ich meine, ihr merkt ja, ich gehe jetzt auch mittlerweile schon, dass ich vorher immer sage, ja, hier, das ist meine Meinung, ich möchte niemanden auf den Schlips treten. Ich will einfach nur mal praktisch meine Fragen loswerden, weil ich es persönlich nicht in Erfahrung bringen kann, warum man so etwas tut. Beispielsweise in meiner Familie gibt es, ich glaube, zwei oder drei, die eins haben. Ja, kommt so hin. Glaube.
Nee, nicht mal. Zwei. Nee, ist egal. Und es ist dann entweder so ein kleines Ding am Handgelenk, was weiß ich, irgend so ein kleines japanisches Glückding. Ich hab keine Ahnung. Oder sonst was, ja. Egal. Na gut. So, und dann hat man ja noch die Piercings. Das ist also für mich ist das praktisch diese stufenweise. Also praktisch Tattoo, dann. Also, ich verstehe auch zum Beispiel Leute nicht, die sagen, hey, mein kompletter Arm muss irgendein Muster sein. Ich weiß nicht, warum den ganzen Arm zu tätowieren lassen. Also, was ich vorhin noch sagen wollte, Tattoo ist für mich immer Kosten für stechen lassen, Schmerzen. Ein paar Jahre schöne Zeit, in der im Endeffekt du einmal allen Leuten, die du kennenlernst, dein Tattoo zeigst, ansonsten nie wieder keinen interessiert. Und dann brauchst du noch die Kosten, es wieder wegzumachen zu lassen. Weil irgendwann muss es weg, wahrscheinlich. Wenn es an einer ungünstigen Stelle ist. Die, ihr wisst schon, egal. So, zurück zum Strang. Keine Ahnung. Piercing. und da muss ich wirklich fragen, warum? Ich nehme jetzt mal aus dieser Piercing-Sache Ohrringe raus, aber nicht Ohrlöcher. Okay? Machen wir es so. Also Ohrringe sind ja immer noch so, also es kommt auf die Exzessivität. Also praktisch ist das normale eine Ohrringloch. Das lassen wir jetzt mal weg. Und beschäftigen uns mit dem Rest. Das ist im Endeffekt auch ein Piercing, klar. Aber trotzdem haben es eigentlich die Frauen immer, haben halt nicht. Also meist, keine Ahnung, ist egal. Ich rede mich dazu wie rein. Also, wie gesagt, das lassen wir raus, weil das ist ein bisschen, ja, anders eigentlich im Ohrläppchen, wenn es nicht dauerhaft drin ist, sagen wir es mal so. Weil wenn es dauerhaft drin ist und du es nicht rausmachen kannst, was ja im Endeffekt bei Dingern ist, egal. Zurück zum Eigentlichen. Achso, noch ganz kurz zum Thema Tattoo. Was nämlich auch ist, es gibt zum Beispiel viele Momente und auch Jobs, wenn es wirklich sehr seriös abgehen soll, was weiß ich, in der Bank oder so weiter, dass entweder die Frage kommt, also praktisch das Tattoo muss dann abgedeckt werden. Also wenn es, was weiß ich, irgendwo am Bauch ist, dann okay, darf es nicht bauchfrei rumrennen oder so, was weiß ich. Es kommt eh beim dicken Günther ein bisschen ungünstig, wenn der da, egal, zurück zu, oder halt, sie sagen, würden sie es sich wegmachen lassen. Das ist ja genauso wie bei Piercings dann, bei den sichtbaren Piercings. Was, wie ich finde, auch teilweise mit die schlimmsten sind. Denn, warum? Jetzt mal wirklich, warum will ich in meine Zunge einen Ring machen oder an meine Lippe oder durch die Nase so einen Bullenbeißer. Warum? Ich meine, warum? Ich aus dem näheren Umfeld kenne keine einzige Person, die das schön findet. Ich will niemanden anfeinden, aber warum? Ich meine, wenn es eine Begründung gibt, gerne, aber warum? es ist mir ein Rätsel. Und ich finde es, wenn du sowas im Gesicht hast und dann mit jemandem sprichst, dann zieht das so viel Aufmerksamkeit drauf. Da muss ich ehrlich sagen, da finde ich Augenbrauring noch harmlos dagegen. Aber im Mund, an der Zunge oder durch die Nase, ich meine, ihr müsst euch klar sein. Wenn ihr mit Leuten sprecht zum ersten Mal, die schauen nur dahin. Und entweder denken sie sich, oh geil, jo. Oder sie denken sich, na gut, schön für dich. Ja, wie gesagt, falls ihr da eine Meinung zu habt, das würde mich wirklich interessieren. Vielleicht könnt ihr mich überzeugen, ich werde mir wahrscheinlich trotzdem nie eins machen lassen, aber vielleicht könnt ihr mich überzeugen, warum es überhaupt Sinn macht. Weil mein Auge macht es keinerlei Sinn. Aber egal. Lassen wir das. So. Draußen muss ich übrigens noch Cobblestone so weiter hin. Und ich muss anscheinend pennen. Ja.
Also, das zu dem. Und dann geht's ja noch im Endeffekt, ich meine, Bauchnabel oder so, okay, was weiß ich, keine Ahnung. Aber ich habe schon von Dingen gehört, wo ich mir denke, warum machen Leute sowas? Das ist dann an Stellen, die meist nur in einer Beziehung zum Vorschein kommen. Ja, kann man so sagen. Warum? Ernsthaft, warum? Es ist. Das ist das, was ich nicht verstehe. Und es gibt ja auch noch die komplette Extreme davon, wo Leute sich irgendwelche. Wie heißen sie jetzt? Jetzt komme ich echt nicht auf den Namen. Nicht Ösen? Wie hießen die Dinger denn? Verdammt. Verdammt, jetzt komme ich nicht mehr auf den Begriff. Lass mich doch verarschen. Gewinde! Aha, Gewinde. Warum lasse ich mir ein Gewinde bitte irgendwo... ich will nicht drüber nachdenken. So ein Gewinde in den Knochen rein, irgendwie am Kopf oder was weiß ich. Nur damit ich mir da Hörnchen drauf machen kann. Ich meine... Nee. Für mich sind sowas dann immer... So ein bisschen wie die, keine Ahnung, irgendwie die übelsten Schurken in was weiß ich für Filmen. Also ich weiß nicht. Ich meine, wer da eine Begründung findet, außer, ja, es gefällt mir halt, was eine legitime Begründung ist, in allen Fällen. Wenn es einem gefällt, ist eine legitime Begründung, aber es, warum gefällt es einem? Das ist immer die Sache. Warum? Will man unbedingt sagen können, hey, guck mal, ich habe ein 12mm Gewinde drin, ne? Du kannst dich bei mir anschrauben, wenn du willst. Oder ich bin das mobile Kamerastativ, keine Ahnung, ich habe ein Gewinde. Das wäre durchaus nützlich, wenn du es oben so drauf hast, oben genau in der Mitte, so ein schönes Gewinde. Machst du dann ein Verbindungsstück rein, schraubst ein Fotoapparat drauf oder die Kamera, könnt ihr Ego-Perspektive filmen. So geil. Entschuldigung. Das wäre aber kein 12mm Gewinde. Egal. Oh Gott. Lassen wir das. Okay, also. Ja. Ich meine, es gibt ja auch. Was ich ehrlich gesagt schon als Selbstverstümmelung oder so weiter bezeichnen würde. Leute, die sich die Zunge aufspalten lassen oder was weiß ich. Keine Ahnung. Im Endeffekt auch Ohrringe. Da möchte ich auch mal wissen. Was wollt ihr damit erreichen? Wollt ihr sagen können, hey, guck mal. Wir können uns ein High Five durch mein Ohrläppchen geben. Oder was? Ich meine, die Sache ist die einzige Möglichkeit, dass das im Alter gut aussieht, ist abschneiden oder diesen Ring drinnen lassen. Und selbst dann wird's schwierig. Ich weiß nicht, vor allem diese Monster-Ohrläppchen, weißt du, was ich meine? Hier diese, keine Ahnung, wirklich halt fast so groß wie eine... Na gut, Faust ist ein bisschen zu groß, aber ihr wisst, was ich meine. Wo du wirklich mit, keine Ahnung, 3, 4 Fingern noch durchpasst. Ich weiß nicht, das kann mir keiner erklären, glaube ich. Also ich verstehe halt den Sinn überhaupt nicht. Warum will ich ein riesengroßes Ohrloch haben? Also Ohrläppchen. Allgemein, Loch im Ohr ist Ohrläppchen und ihr wisst schon. Aber... Also ich habe keinen Kopfhörer mehr. Okay. Ich weiß nicht. Und ansonsten... Wie gesagt, was findet man an sowas schön? Oder warum ist das schön? Ich meine, es gibt verschiedene Ideale, für jeden ist was anderes schön. Es gibt auch Leute, für die ist, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, irgendjemand schön. Irgendeine Person, die nicht schön ist eigentlich, aber, ja, gut.
Jeder, und wie gesagt, ne, Regel 36, alles ist ein Fetisch. Das hatten wir erst vor ein paar Folgen. Ja. Von daher, eigentlich dürfte ich meine Meinung in diesem Fall gar nicht äußern, denke ich mal. Zum Thema, das ist nicht schön oder so. Ich darf wirklich eigentlich nur sagen, ich verstehe nicht, warum Leute das tun. Selbst nicht mal das. Wenn in der heutigen Zeit des Internets darf man ja eh gar nichts sagen. Aber theoretisch darf ich ja nicht mal das sagen. Aber es ist einfach nur, es ist nicht so, dass ich jemanden jetzt deswegen verachte oder so, sondern ich verstehe es halt nicht. Es ist genau wie andere Leute nicht verstehen, warum ich Minecraft spiele. Gibt es ja auch ganz viele Leute, für die ist Minecraft wirklich nur ein Kinderspiel oder was weiß ich nicht alles. Beziehungsweise sie sind halt wirklich nur die Gruppe, die mal am Nachmittag ein, zwei Stündchen an der Konsole hängt. Was auch vollkommen legitim ist. Aber ja, wie gesagt, eigentlich darf man sich in der heutigen Zeit im Internet keine Meinung mehr erlauben, weil man sofort zerrupt wird. Ich hoffe mal, das ist nicht der Fall. Ich bitte euch drum. Ich bin mal wirklich gespannt, wie dieses Video jetzt ankommt. Irgendwie bin ich jetzt gespannt. Ja. Also. Jetzt muss ich überlegen, was ich dann noch reinpflastern will. Möchte ich Stone Bricks haben? Eigentlich nicht. Cleanstone können wir noch machen. Ja. Wie gesagt, ne? Also würde mich freuen, wenn da mal ein paar Dinge nochmal zusammenkommen. So. Ist jetzt irgendwie hier so halb den Hauptpfad nachbilden. So. Okay, jetzt muss man natürlich hier drinnen noch ein bisschen was machen. Ja, ne? Also, ihr wisst Bescheid. Ich hab's jetzt 20 Mal gesagt, aber wie gesagt, in Zeiten des Internets ist jeder dein Feind und niemand dein Freund. Leider. Ich muss halt wirklich sagen, ich bin jetzt seit... ich bin ja seit über 5 Jahren mittlerweile auf YouTube mehr oder weniger aktiv. Was eine riesige Zeit ist. Die Tage erst wieder, das ist schlimm. Also ich hatte ja erst die Tage, dass es überhaupt der Fall war, aber ihr versteht mich. Hoffe ich. Ich tue es selber nicht, also ihr werdet nicht alleine, wenn nicht. Ja, also wie gesagt, das ist eine extrem lange Zeit und ich muss sagen, wenn ich vergleiche jetzt mit damals, also wo ich angefangen habe oder wo viele angefangen haben, damals war ja dieser ganz große Let's Player Boom, wo halt wirklich hauptsächlich Let's Plays und nicht einfach nur, also anders. Ich muss mich jetzt hier mal korrigieren. Also es war damals ja so, viele Leute haben dann wirklich mit Let's Plays angefangen, weil da war gerade Let's Play groß geworden irgendwie. Hey, guck mal, Let's Play, Let's Play, Let's Play, Let's Play. Mittlerweile ist es hat sich runtergebrochen auf nicht mehr kommentiertes Spielen oder zu dem Spiel kommentieren, sondern es ist mehr runtergebrochen auf ein irgendein Spiel im Hintergrund zeigen und über ein vollkommen anderes Thema labern. Huch, mach ich ja. ja. Ne? Missbescheid, also Let's Play ist so ein bisschen, war damals halt groß und alle Leute haben es gemacht, eben alles mögliche wurde damals Let's Played. Aller möglicher Scheiß auch und jeder hat sich irgendwie versucht, was weiß ich nicht. Und halt auch ein paar Leute, die ich dann so gesehen habe, mit denen man so in Kontakt gekommen ist mit der Zeit und so weiter, davon sind im Endeffekt nur noch Boromir da. So von dieser Anfangszeit, von dieser Anfangswelle, die ich kannte, ist wirklich nur noch Boromir da und nur noch Boromir aktiv. Das ist halt auch. Aber das ist eigentlich nicht das Thema. Moment, ich bin viel zu weit wieder abgeschwiffen. Okay, lassen wir mal Piercings und Ohrenlöcher jetzt sein. Was ist das Rote da? Oh, sag nicht. Oh, bitte sag... Oh nein, bitte nicht.
Wir waren Zoom Plus, ne? Wo ist ein Plus da? Ne, Z. Ne, was? Ich hab keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall hier. Okay, kann sein, dass wir hier ein kleines Problem erzeugt haben. Okay. Bin da weg. Sehr gut, okay. Da waren noch ein paar Teil-Entities drin. Gut, das haben wir gelöst. Ja, also, wie gesagt, das haben wir jetzt. Und jetzt nochmal zum letzten Part, was ich noch hatte, war Körperschmuck. Hauptsächlich Zahnschmuck, glaube ich, ne? Und da muss ich wirklich fragen. Also, wie gesagt, ich habe gesagt, das ist so eine Steigerung von nicht verstehen. Das ist jetzt der höchste Punkt von nicht verstehen. Weil, ich meine, warum? Einen, was weiß ich, einen lilanen Kristall an den Zahn geklebt mit, keine Ahnung, Gaffer-Tape oder ich hab keine Ahnung, gut, Gaffer, ihr wisst, was ich meine, also irgendwas, was, keine Ahnung, Uhu, Patafix klebt wieder und wieder, ich bin verwirrt, egal, ja, das ist, warum? Ich verstehe es einfach nicht. Das sind so Dinge, ich meine, für mich jetzt persönlich, ich weiß nicht, was man daran schön finden kann. Also ich meine, für einen selbst ja, aber viele andere, ich weiß nicht, man... Ich meine, klar, es kommt nicht auf Äußerlichkeiten an, das ist logisch. Das ist immer der Fall bei der Persönlichkeit, wenn man sich... Also eigentlich ist es immer der Fall, wenn man sich verliebt oder so. Aber trotzdem muss ich ehrlich sagen, wenn meine Freundin einen... einen Nasenring oder einen... Na gut, das Ohrloch ist schon schlimm genug, weil das kriegst du nicht wieder weg. Das Ohrläppchen zieht sich ja nicht auf magische Art und Weise wieder zusammen. Das kann ich. Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, wenn du das Ohrloch weghaben willst? Gibt es da eine Möglichkeit? Ich glaube nicht, ne? Außer Schnippschnapp. Ja, also wie gesagt, sowas... Oder auch Zahnschmuck, muss ich ehrlich sagen, hätte ich dann trotzdem gefragt, hier, bitte mach's weg. ich weiß nicht. Wie gesagt, im Gesicht finde ich es einfach nur, weiß nicht. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ich will, wie gesagt, niemanden auf den Schlips treten, aber so eine persönliche Ansicht. Die ich nicht ganz verstehe. Es ist genauso wie... jetzt zum Beispiel... ein Minecraft-Tattoo. Also... In dem Moment denke ich mir... Okay, ja, sie haben recht, ist kindisch. ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es gibt viele Leute, denen gefällt das, die sind stolz drauf. Ich bin auch froh für sie, aber... Ich denke, da gibt es bessere Möglichkeiten, oder? Ich meine, was ich auch gesehen habe, auch in der Schulzeit schon, waren Dinge wie gefärbte Kontaktlinsen. Sodass, also praktisch im Endeffekt nur so Glasdinger oder... Was waren sogar Linsen? Ich habe keine Ahnung. Also, hast du dir in die Augen gemacht und dann hattest du rote Augen. Oder lila oder, keine Ahnung, Magentafarben oder Regenbogenfarben oder Purple mit ein paar roten Pünktchen drin. Egal. Ich meine, hat alles sicher irgendwo seine Berechtigung. Im Endeffekt kann ja jeder sich ausleben, wie er will. Das will ich ja niemanden streitig machen. Jeder kann sich ausleben, wie er will. Jeder kann machen, was er will. Wir sind ja auf einer freien Welt, sagen wir es mal so. Mehr oder weniger. Und ja, aber trotzdem. Mich würde halt interessieren, was so wirklich... Ich meine, es muss einem ja aus einem gewissen Grund gefallen. Ich meine, ich habe es ja beispielsweise bei mir mit dem Rot und Blau mal erklärt.
warum mir diese beiden Farben so gefallen. Es ist eine komische Erklärung, es ist aber meine Erklärung dafür. Und auch allgemein, warum Rot und Blau die am meisten gewählten Farben sind, ist auch interessant. Da gibt es auch ein schönes Spiel. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das sind ein paar Rechenaufgaben. Was weiß ich, 3 plus 7, 223 plus 17, 512 plus 720, 18 plus 73, 9 plus 15. Also ein bisschen mehr Zeit natürlich gelassen. Und danach einfach, so, schnell. Denke an eine Farbe und an ein Werkzeug. So, und dann war in Deutschland beispielsweise das Ergebnis, dass eigentlich alle an einen roten Hammer, also an Farbe Rot, und an einen Hammer gedacht haben. Weil es einfach in der Gesellschaft etabliert ist, beispielsweise. Also es kann auch andere Gründe haben, aber trotzdem, ich finde, irgendein persönlicher Grund gehört schon dazu, warum man etwas tut. Ich meine, du hast als Kind Mamas Vase auch nicht runtergeschmissen, weil es dir Spaß gemacht hat. Oder weil du gesagt hast, Mensch, das wollte ich jetzt mal machen. Das hat ja irgendeinen Grund. Oder halt, du bist gestorben und dagegen gefallen, aber... Ja, ihr wisst, was ich meine. Entweder warst du sauer oder keine Ahnung. Das ist halt auch was. Ich weiß nicht, ob es einfach nur rebellisch sein soll. So nach dem Motto, ey Gesellschaft, ich zeig's dir, ich stech mir die Nase durch. Ich weiß nicht. Ich finde das allgemein. Oder auch, es gibt ja noch diese Extremauswüchse, wo es dann hier dieses Wespenkörper gibt, wo wirklich der Bauch so zusammengeschnallt wird auf 3 cm. Boah. So, egal. Wir lassen das. Das artet aus. ja. Oh, guck mal, wir haben 50 Blöcke gesetzt. Schön. Wir wären in 5 Jahren nicht fertig. Na gut. Auf jeden Fall auf Wiedersehen, weil wir sind am Ende der Folge. Mich würde es wirklich mal interessieren, was ihr jetzt dazu sagt und eure Meinung zu dem Thema ist. Oder halt auch nicht ist oder was weiß ich nicht. Oder ob ihr auch sagt, ja, lass mir lieber keine Meinung erlauben, es ist mir total egal, es ist mir einerlei. Auch okay. Aber mich würde halt hauptsächlich interessieren, wenn jemand was hat, warum er es hat. Weil das sind so die Dinge, die man am seltensten erfährt. Ich meine, es gibt natürlich die Dinge, ja, was weiß ich, Frau ist gestorben und deswegen Tattoo stechen lassen oder so. Okay. Auch legitim für mich im Kopf. Kann ich trotzdem irgendwo verstehen. Wie gesagt, aber ein Piercing machen, weil die Frau gestorben ist. What? Also, ja. Ihr versteht hoffentlich meine Beweggründe irgendwie so. Ich frage mich auch allgemein, woher wirklich das gekommen ist in der heutigen Zeit, weil es gibt so viele, die entweder Piercing haben oder sich Tattoo machen lassen, auch aus der ich sag mal so, aus dem Bekanntenkreis, mit dem man jetzt nicht so viel Kontakt hat, aber die halt wirklich im Endeffekt irgendwo rumschwirren in der Nähe. Das ist faszinierend. Und das sind dann hauptsächlich aber auch... Sag ich lieber nicht, sonst... Sonst würde ich wirklich vielleicht noch am Ende jemanden auf den Schlips getreten. Ja, lass mal. Also, machen wir jetzt den Schluss. Wir sind ja hier keine Stammkneipe oder so, die sich aufregt über alles Mögliche, sondern wir regen uns mal... Also wir diskutieren. Machen eine Debatte. Was viele Leute mittlerweile nicht mehr kennen. Weil für viele Leute gibt es keine Debatten. Es gibt nur einen Meinungsschlagabtausch. Ich sag meine... du sagst deine Meinung, dann sage ich dir, warum deine Meinung scheiße ist. So funktioniert moderne Gesellschaft. Bis zum nächsten Mal. Und, ne, wisst ihr Bescheid, so funktioniert's. Tschüss. Gott. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss.